Noch einmal Trollinger Zapfen für die Besprechung von Dimmi, Jan und Markus im neuen Gasthaus Bären in der Tübinger Altstadt. Wie sollen die Preise aussehen, wie die neue Speisekarte? Ich habe bitte mal weiter und guck dir denn die erste Seite mal an. Entschieden haben sich die drei für eine Art Schulheft, das mit der Nutzung noch uriger aussehen soll. Ja, mit der Karte hat sich's auf sich, dass eben genau irgendwie ein altes Schulbuch ist, wo man sich eben durchblättern kann und sich immer irgendwo, keine Ahnung, einfach auch merkt, dass was durchgestrichen wurde und was verbessert wurde. Die neuen Besitzer kennen einige aus dem schwarzen Schaf. Dimmi ist dort Besitzer, Jan und Markus die Geschäftsführer. Das neue Gasthaus Bären wird jetzt ein gemeinsames Projekt mit einem ganz neuen Konzept. Ich finde generell, der Trend geht vor 5, 6, 7 Jahren ging es los. Haben überall Cocktailbars aufgemacht mit so Jumbo-Cocktails und bla bla bla. Und das war, was die Leute angezogen hat. Ich glaube, der Trend ist mittlerweile auch bei jungen Leuten in Richtung Tradition, in Richtung Wein, ein bisschen was Uriges, ein bisschen was Rustikaleres gegangen. Das merkt man zum Beispiel, wenn man an der Besenwirtschaft vorbeiläuft und dann Schlangen, bevor der Besen überhaupt aufmacht, irgendwie an Studenten sind. Unsere Idee hier ist dann einfach, Wein zu verkaufen in Karaffen, also nicht irgendwie in einem schicken Stil irgendeine Winebar zu machen, sondern eher was Rustikales, ein Gasthaus. Wir schreiben extra noch Gasthaus Bären in unseren Namen rein. Und zum Wein gehört halt immer irgendwie, finde ich, was zum Knabbern. Und da war unsere Idee, einfach in kleinen Tellern schwäbisches, regionales Essen anzubieten. Man könnte schwäbische Tapas dazu sagen. Im Oktober hatte der alte Besitzer bekannt gegeben, dass er den Laden aufgeben wolle. Zuvor war der Bären eine beliebte Fußballkneipe, vor allem für Fans von Werder Bremen gewesen. Zwar ist Dimmi selbst fußballbegeistert, aber für den Bären Sky anzuschaffen, kommt für ihn nicht in Frage. Fußball wird es halt im Bären nicht mehr geben. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil wir halt ein sehr schönes Konzept, finde ich, für Tübingen entwickelt haben und das auch so umsetzen wollen. Und zweitens auch, dass ich halt einfach finde, dass Fußball in der Gastro mittlerweile sehr, sehr teuer ist und einfach nicht sich nicht rentiert für die Gastronomen. Ja, irgendwie bei der Oma zu Hause, wenn man dann also alles Mögliche. Auch ansonsten wird vieles neu gemacht. Fast jeder Teller hat seine eigene Geschichte. Dein persönlicher Teller ist einfach von. Wir haben aus Flohmärkten, vom Internet irgendwo ganz alte, schöne Tellerchen gefunden, wo halt jeder einfach mal ein anderes bekommt. Das ist ganz süß, finde ich. Doch das Konzept bleibt nicht bei schwäbischen Tapas und Landwein vom Fass. Nach dem Essen kann man sich in die sogenannte Scheune setzen. Das Ziel ist, dass sich das Geschehen so ab 10, halb 11, sage ich mal, von der Stube, von dem urigen Bereich in die Scheune verlegt. Wir haben hier beim Umbau ein altes Foto gefunden. Da war eben zu erkennen, dass hier eine alte Scheunenwerkstatt war. Und aus diesem Foto ist dann diese Idee entstanden, das beizubehalten. Und dadurch, dass wir eben dieses Thema der Scheune in die Deko eingebaut haben, haben wir auch so ein Stück Geschichte, sage ich mal, hier mit in den neuen Bären genommen. Und das sind auch so Sachen, die gefallen uns immer sehr. Fertig ist aber bei weitem noch nicht alles. Es bleibt noch ein bisschen Arbeit für die drei Besitzer, bis am Dienstag um 17 Uhr dann endlich der erste Karaffenwein und die ersten schwäbischen Tapas an die Gäste ausgeliefert werden.